Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Waterdrop Large, also groß, Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir den im Bundle gekauft mit dem Kleinen zusammen und dafür 149,90 € bezahlt. Der kostet, wenn man den Solo kauft, 139,90 € und soll einen Warenwert von 260 Tacken beinhalten. Das werden wir natürlich nachrechnen. Und ja, nicht nur ich habe ihn mir bestellt, sondern auch die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place. Für eine zweite Meinung schaut super gerne mal bei ihr vorbei. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal. Ich würde mich mega drüber freuen. Ja, von außen ist das Design schon mal ganz süß. Da ist so ein Dorf wie ein Tannenbaum angeordnet, was ganz knuffig ist. Das ist wie ein Zoom, ne? Auf einmal ist der Tannenbaum größer geworden. Und das ist, glaube ich, ja, auch wie letztes Jahr. Wir haben hier Schächtelchen drin. Was ich ganz cool finde, kann man wieder befüllen. Der Adventskalender ist in verschiedenen Ebenen gepackt und wir starten hier am 1. Dezember und die Boxen sind riesig. Oh, das ist mal ein Perfect Match. Wow, was ist das alles? Was ist das alles? Hier sind mehrere Sachen drin. Dreimal. Das sind Kerzen, Leute. Ist das cool? Die haben hier drei Kerzen reingepackt. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe heute auch einen Adventskalender ausgepackt. Der müsste bald online gehen von Rituals. Der kostet auch so viel. Und die haben pro Adventssonntag nur eine einzige Kerze. Also das ist richtig, richtig nice. Und genau, das sind einmal diese drei Kerzen hier drin. So schauen die einmal aus. Einmal ist das Hücke. Riecht eher so wie ein ja, Männerduschgel, würde ich sagen. Dann ist das Winter Forest. Das riecht wirklich schön waldig. Und dann haben wir hier noch drin Home Sweet Home. Das riecht total süß. Das ist mein Lieblingsduft. Weiter geht's am 2. Dezember. Und hier erwarten uns unsere ersten Water Drops, wofür die Marke ja auch bekannt ist. Das finde ich richtig nice. Das sind Iced Tea Raspberries und ja, das sind 12 Stück drin. Ich mag sowas so gerne. Also ich habe jetzt hier noch ein angefangenes Wasser stehen, aber ich glaube, das wird ein bisschen intens, wenn ich das da reinmache. Finde ich mega nice. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und ich mag diese Häuschen hier drauf. Das haben die echt schön gemacht vom Design her, oder? Finde ich wirklich toll. Letztes Jahr war das eher so grünmäßig unterwegs und dieses Mal dieses rosa-lilane. Ich liebe es echt. Also ich mag das. Was ist das? Was ist das? Oh. Ach so. Ja, aber das sind Papierornamente. Okay. Aber hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück von drin, ne? Immerhin. Und das ist hier mit so einem Selbstklebeding. Die kannst du dann quasi so zusammenkleben und dann hinhängen. Boah, gar keine Ahnung, wie ich da den Preis recherchiere, aber irgendwie kriege ich das hin. Und dann hast du halt so Ornamente. Das ist ganz süß zur Deko. Und die sind dann halt in so einem Lila, in so einem Aprikot und in einem etwas helleren Lila als dem, was ich hier offen habe. Nee, das ist die gleiche Farbe. Nee, ja, okay. Deko. Aber es ist eigentlich ganz süß. Tannenbaum, Sterne, ne? Kann man machen. Hier haben wir die Nummer 4. Okay, die machen also quasi Waterdrop, nicht Waterdrop. Coconut Pineapple habe ich hier drin enthalten. 12 Stück sind hier in diesem, ja, in diesem Kartönchen drin. Mag ich persönlich nicht ganz so gerne. Also ich mag normalerweise Kokosnuss auch und ich mag auch Ananas. Aber das hat mir nicht ganz so gut geschmeckt. Das ist halt so ein bisschen wie Pina Colada, mehr oder weniger. Wow, zum 5. Dezember haben wir hier echt was Schweres drin. Oh, ich glaube, ich weiß, was hier drin ist. So ein Ständer, oder? Ja, den haben wir auch jedes Jahr drin enthalten. Da, ja, ich verlinke euch Amorelli, das musste sein. Erstmal wegen der Farbe und auch wegen, ihr wisst Bescheid. Wir sind alle 12 Jahre alt und das ist in Ordnung. Genau, also das ist halt ganz praktisch, weil du kannst, wenn du deine Wasserflaschen sauber machst, sie einfach verkehrt herum hier drauf machen, um sie abtropfen zu lassen. Und das kann man auch für andere Flaschen verwenden. Bei den Sodastream-Flaschen funktioniert es nicht ganz so gut, weil die halt nicht gut über Kopf stehen. Da ist mir schon mal eine kaputt gegangen, weil ich bin auch ein bisschen tollpatschig. Also zu Nikolaus dürfen wir definitiv was ganz Besonderes erwarten. Ich hoffe, dass wir hier so ein Glas oder sowas drin haben. Die finde ich immer richtig klasse. Da habe ich auch immer wieder welche hier in Einsatz und das sieht ganz danach aus. Das ist so ein Doppelwandglas und das ist auch sehr, sehr groß. Das hatten wir letztes Jahr auch in der dazu passenden Farbe von dem Adventskalender mit dabei und finde ich nice. Also du kannst es halt für heiße Sachen, für kalte Sachen verwenden und ich verwende das zum Beispiel auch ganz gerne für Kaffee oder so, ne? Richtig, richtig schön und nee, das kann man hier nicht so auf dem Trockending trocknen lassen. Ist aber auch spülmaschinengeeignet.
Weiter geht die wilde Reise am 7. Dezember. Und das Ding wieder zusammen zu puzzeln, wird echt ein Spaß, Leute. Ich sag's euch. Ich glaube, da muss ich mir mein Video einfach rückwärts nochmal angucken. Hier habe ich die Water Drops mit der Geschmacksrichtung Love drin. Granatapfel und Goji-Beere, da sind 12 Stück drin enthalten. Und die mag ich ja auch immer sehr, sehr gerne. Also für mich auch eine sehr schöne, fruchtige Geschichte. Wenn du es übrigens super dezent haben möchtest, reicht es, wenn du halt nur einen einzigen Water Drop dir in zum Beispiel in so eine große 750 Milliliter Flasche machst oder so. Wenn du es intensiver haben möchtest, machst du das halt in so ein Wasserglas mit rein. Ne? Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und die ist schön groß. Ist alles schön groß, Claudia. Was redest du denn da? Oh, aber nicht bis oben hin befüllt. Ne? Aber zum Wiederbefüllen ist es super. Ach, guck mal, wir haben hier einen Strohhalm drin. Da steht mein kleiner Sohn aktuell sehr drauf. Und einen Deckel. Wie macht man den denn? Ach so, den kann man so hoch machen. Und das mache ich dann hier unten rein, oder wie? Aha, ach interessant, finde ich cool, ne? Genau, und wie trinke ich dann da draus? Hä? Ach so, ich kann hier aus dem Mundstück trinken. Und wie kann ich das umklappen? Nach vorne klappen. Okay, ich habe es verstanden. Und dann kann ich so draus trinken. Interessant, das ist wirklich wie so eine Schnabeltasse von meinem Sohn. In der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas Flaches freuen. Nee, darüber freue ich mich nicht. Auch wenn es tatsächlich 5 Stickerbögen sind, ne? Es ist halt immer das gleiche drauf, ja. Und das kannst du, also das ist wasserfest, das kannst du halt auch auf irgendwelche Wasserflaschen draufkleben, um dann dem Ganzen halt so ein Design zu geben. Nein, nein. Ich möchte in einem 150-Euro-Adventskalender, 140-Euro-Adventskalender keine Sticker drin haben. In der Nummer 10 darf es auch wieder klein und flach weitergehen. Okay, hier haben wir die Dreier Water Drops drin und das ist mit Iced Tea Lemon. Auch eine sehr, sehr leckere Geschmacksrichtung. Das schaut einmal so aus. Und ja, genau, da machst du den halt einfach quasi so einen Zitronen-Eistee. Der 11. Dezember fühlt sich recht gut gefüllt an. Das ist die erste Schnapszahl. Was bist du? Ach nö. Es ist schön, ja. Und es sind auch wieder 5 Stück. Das sind halt wieder so Karten. Ich möchte hier eigentlich nicht so viel Papeterie quasi drin haben. Ne? Genau, also 5 Karten und die dazu passenden Umschläge. Die sehen alle gleich aus. Alle in diesem wirklich schönen Design vom Adventskalender. Das kann man nicht anders sagen. Aber Halbzeit, die Nummer 12. Da haben wir bestimmt auch wieder so ein Dreier-Set drin. Genau. Microlite Berry und das ist mit Elektrolyten. Aha, guck mal. Und mit Zink und so weiter. Ja, soll einfach nach Beeren schmecken. Und das hört sich für mich auf jeden Fall super lecker an. Da kann ich definitiv was mit anfangen. Die 13 ist aber auf jeden Fall schon mal riesig. Es ist halt auch wieder so Werbegeschenke-Style, ne? Es ist süß. Ja, es ist aus Metall. Es sieht aus wie eine Waterdrop-Flasche und das ist irgendwie witzig. Ich kriege gerade ein bisschen Juwelkerze-Vibes. Drink more water. Kann man halt den Menschen daran erinnern, ne? Weiß ich nicht. Ich meine, die fühlen sich gut an, sind bestimmt auch total edel und so, ne? Aber ich glaube, am 14. Dezember haben wir wieder was zu trinken drin. Jo. Und zwar ist es so ein Dreierpack von den Eistee Peach Geschichten. Ja, Pfirsich-Eistee, ne? Sowas mag ich, sowas mag mein Freund. Ich glaube, damit kann ich den auch noch so ein bisschen catchen. Das ist ganz cool. Okay, am 15. Dezember muss jetzt aber echt was Krasses drin sein. Weil guck mal, wie groß der ist. Ah ja, ja, das war klar, dass es auch mit drin enthalten sein wird. Kann ich immer sehr gut gebrauchen. Das sind halt diese Waterdrop-Taschen, ne? Die halt jedes Jahr auch im Adventskalender zu finden sind. Diese Jute-Taschen finde ich super. Also ich verwende die immer wieder. Hinten drauf ist natürlich das Logo. Und hier vorne haben wir auch das Logo und dann halt das Design von dem Adventskalender. Finde ich schön, mag ich gerne leiden und verwende ich auch exzessiv. Also macht das für mich definitiv Sinn. Die Dinge haben ja auch ihren Wert, ne? Also das darf man halt auch irgendwie bei den Taschen nicht vergessen. Die fühlt sich auch echt gut hochwertig an. Genau. Der 16. Dezember erwartet uns sehr wahrscheinlich halt wieder mit Waterdrops. Und hier, glaube ich, sind auch wieder 12er drin. Hatten wir auch schon eine Weile nicht mehr. Genau. Da habe ich auch die Raspberries drin. Achso, das andere war Iced Tea Raspberry und das ist Raspberry. Okay, Himbeere einfach, ne? Genau. Und da sind 12 Stück von drin. Sowas mag ich. Sowas finde ich lecker. Sowas gehört für mich auch hier gerne mit rein. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember und ich habe eben gelinst. Wir haben definitiv 25 Boxen hier drin, was ich schon mal sehr schön finde. Hier habe ich auch einen Flaschenverschluss drin enthalten und das ist halt so ein
klassischer, aber die sehen tatsächlich auch weiterentwickelt aus zu denen, die wir schon hier haben. Finde ich ganz gut. Wahrscheinlich schließen die jetzt auch einfach ein bisschen besser. Ach nee, du kannst es separieren, dass du hier dann quasi nochmal einen anderen Ausgießer hast. Das ist schön. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier halte ich den 18. Dezember in meinen Händen. Hört sich für mich auch wieder nach einem 12er-Pack von den Water Drops an. Genau, haben wir hier auch drin enthalten. Und das sind die Black Currant, die sind super lecker. Blaubeere, haben die irgendwie noch einen anderen Namen als Blaubeere, weiß ich nicht. Die Vitamin Hydration Cubes sind das, auch hier 12 Stück drin. Das finde ich lecker, das finde ich toll. Das wird hier auch ruckizuck getrunken werden. Also mir brennt das schon im Hals, dass ich hier mein Wasser gleich auffülle und hier irgendwas von diesen Leckereien reinmachen werde. Am 19. Dezember bekommen wir, glaube ich, halt auch irgendwie nochmal so ein Dreierpack. Also jetzt zum Ende hin hauen die Gott sei Dank auch wieder ein paar mehr Water Drops hier rein. Auch wenn die wahrscheinlich vom Wert her nicht so gesehen werden als wie, ne, so ein Glas oder so. Hier haben wir Passionsfrucht drin. Oh, lecker. Passionfruit. Da sind 3 Stück drin enthalten. Ja, auch schön fruchtig. Also wir haben viele fruchtige Noten hier mit dabei, ne? Auch der 20. Dezember hört sich nach Waterdrops an. Nee, also das in einem separaten Böckchen zu machen, haben die, glaube ich, letztes Jahr auch, oder? Das ist halt der Deckel zu dem Glas. Ja, kann man halt so verschließen, dass er halt jetzt nicht so rumschwappt oder so. Ist halt für einen Coffee-to-go vielleicht ganz schön, wenn man den sich so abends, Quatsch, wenn man sich den morgens zu Hause macht und dann halt mit dem Auto mitnimmt, ne? Wir sind im 20er-Bereich und da habe ich jetzt die Nummer 21 in meinen Händen. Auch hier wieder ein 12er-Pack von den Water Drops und zwar Lemon Lime. Sehr, sehr lecker. Also das knüpft für mich auch so ein bisschen an den Eistee Zitrone an. Nur, dass der hier dann wahrscheinlich noch ein bisschen ja mehr in diese säuerlichere Richtung gehen wird wegen der Limette. Die Nummer 22 ist sehr, sehr lang und ich glaube, ich weiß, was hier drin ist. Das ist die zweite und letzte Schnapszahl. Und hier ist eine Reinigungsbürste für die Flaschen drin enthalten. Aber die sieht ja mal sehr abgefahren aus. Ja, so schaut sie aus. Das ist so eine Silikonbürste. Und ja, sowas kannst du dann, wenn das kein... Also das mit dem Holzstiel ist jetzt hübsch, aber macht dann halt auch tatsächlich, dass man die leider nicht in der Spülmaschine reinigen kann. Schade, Schokolade. Der Tag vor Heiligabend ist hier der 23. Dezember. Und hier haben wir auch ein Dreierpack von den Water Drops drin in Blackberry. Auch sehr nice. Brombeere, ne? Genau. Das sind hier einmal diese hier. Ich mag gerne Brombeeren. Wir haben Brombeersträucher. Die esse ich sehr gerne. Die schmecken gut. Daraus mache ich Marmelade und freue mir einen Keks. Heiligabend ist sehr, sehr groß und schwer. Hier haben wir sicherlich auch unsere Water Bottle drin, wo wir dann auch die einzelnen Geschichten reinmachen könnten. Oh, nee, keine Water. Ja, also ist eine Thermobottle, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, mein Freund nimmt die immer ganz gerne mit zur Arbeit, aber holla die Waldfee. Die ist lila mit Glitzer drauf. Das ist ja richtig abgefahren. Übrigens, für euch zur Info, wir packen die sogar in die Spülmaschine, ne? Nur mal so. Und das kann man hier abmachen. Ah, guck mal. Und dann hat man hier einfach dieses Thermo-Ding drin, ne? Das finde ich schön. Also eine schöne Farbe. Ich mag die gerne. Schön, schön. Und da kannst du dir theoretisch auch dein Strohhalm-Ding drauf machen. Oder du machst dann eine normale Öffnung drauf. Wie du halt lustig bist. Und hier halte ich jetzt den 25. Dezember in meinen Händen. Normalerweise haben wir da so ein Notizbuch oder halt einen Kalender oder sowas drin. Huch, genau. Und das ist auch ein Kalender für 2025. Ich finde den eigentlich auch immer ganz praktisch, weil der halt so richtig Softcover-mäßig unterwegs ist. Also wir haben das Design vom Adventskalender aufgegriffen, was ich sehr hübsch finde. Und ja, das ist immer eine schöne Wochenübersicht. Und auf die andere Seite kannst du die Notizen schreiben. Das kann ich wirklich sehr gut gebrauchen. Und hinten ist auch ganz, ganz viel Platz für Notizen. Also ein sehr schöner, einfacher Planer, den ich immer ganz gut gebrauchen kann. Dieser Adventskalender hätte weniger kosten können und dafür vielleicht nur 12 Türchen haben können, meiner Meinung nach. Weil ich brauche das mit den Karten, mit den Stickern, mit den Ornamenten jetzt echt nicht unbedingt haben, mit den Lesezeichen. Es ist irgendwie so süß von der Idee her, weil es ist weihnachtsrelated auch irgendwie, ne? Aber irgendwas stört mich da trotzdem dran. Also für mich haut der Adventskalender mich jetzt nicht für 130 Euro von den Socken. Da würde ich mir doch tatsächlich lieber die Sachen im Shop aussuchen, die ich so haben möchte. Und ja, weiß ich nicht, halt auch die Waterbottle und so, ne? Das kannst du dir so dann besser holen, was du haben möchtest, als wenn du dir den ganzen Adventskalender holst, glaube ich, oder?
klar, das Notizbuch ist auch schön und ich finde auch diese, ne, dass wir das halt auch so immer mit drin haben, finde ich auch immer nice, weil das sind wirklich brauchbare Produkte, mit denen ich auch wirklich immer wieder was anfangen kann und auch immer wieder diese Produkte verwende. Und die Waterdrops, die hier drin sind, die sind alle lecker. Wie gesagt, gerne eure Meinung dazu auch in die Kommentare. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Mensch, wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.